Hallo und ganz herzlich willkommen zu meiner neuen Rezension. Heute geht es um das Buch Victorian Rebels, den ersten Band Mein schwarzes Herz von Kerrigan Byrne aus dem Lux Verlag, das mir eben auch von diesem zur Verfügung gestellt wurde, jetzt als kostenloses Exemplar. Und dieses Buch war für mich was komplett anderes. Also ich habe tatsächlich damit gerechnet, dass es in Schottland spielt, beziehungsweise vielleicht auch in England oder in Großbritannien allgemein, und dass es auch ein erotisches Buch war. Das ist alles auch zugetroffen. Allerdings spielt es in der Vergangenheit. Also wir haben hier auch ein historisches Setting. Ich glaube 1800 irgendwas, so im viktorianischen Großbritannien spielt es hier eine Rolle. Also das Setting ist eben da, und damit wurde ich ein bisschen überrascht, weil das nicht hier hinten beziehungsweise in der Klappbroschüre allgemein irgendwo erwähnt wurde. Aber für mich war es auf jeden Fall eine positive Überraschung. Hier geht es nämlich um eine Mitarbeiterin beim Scotland Yard in Großbritannien, also in London, namens Farrah Mackenzie, die eine dunkle Vergangenheit hat, nennen wir es jetzt mal so, obwohl das ein bisschen übertrieben ist. Aber sie hat auf jeden Fall eine Vergangenheit, die sie bisher niemandem erzählt hat. Das ist ein Geheimnis, was ihr damals in einem Waisenhaus, in dem sie gelebt hat, mit einem damaligen Jungen auch zusammen, also unter anderem, was sie da erlebt hat und durchgemacht hat. Das hat sie noch niemandem erzählt und lebt damit jetzt die ganzen Jahre weiter. Sie ist verwitwet und eines Tages trifft sie dann auf den dunkelsten Verbrecher aller Zeiten, der gerade in dieser Epoche oder Zeit herrscht. Und zwar ist das Dorian Blackwell. Und er entführt sie dann auch plötzlich vom einen Interview oder vom einen von der Anhörung auf den anderen Tag. Plötzlich nimmt er sie mit in sein Schloss und entführt sie. Und im Prinzip möchte er, dass sie ihn heiratet, da er weiß, dass sie die Frau seines Freundes ist. Farrah Mackenzie war nämlich in ihren sehr, sehr jungen Jahren von, ich weiß nicht, 6 oder so, schon mal verheiratet. Und dieser Junge ist damals abgehauen von dem Waisenhaus, hat allerdings vorher noch einen Pastor in diesem Waisenhaus getötet, der sich an Farrah Mackenzie fast vergriffen hätte. Und zusammen mit Dorian Blackwell ist er dann mit einer anderen Gruppe noch an Männern in einem Gefängnis gelandet. Und das über viele, viele Jahre hinweg, bis dieser Mann von Farrah Mackenzie dann gestorben ist. Mir fällt sein Name jetzt allerdings nicht mehr ein. Ich glaube auch nicht, dass ich das jetzt nochmal hier rausbekomme. Genau, doch, Duggan hieß ihre damalige Liebe. Und ja, er ist dann gestorben und plötzlich ist Dorian Blackwell eben da und entführt sie und sagt, eigentlich bist du ja die Lady Farrah Mackenzie oder Lady Farrah irgendwas. Also Mackenzie ist ja eigentlich dann der Name von diesem Duggan. Dir gehört eigentlich ein Adelstitel und den holen wir uns wieder, aber als einzige Bedingung musst du mich heiraten. Und Farrah Mackenzie ist natürlich davon so überrumpelt, dass sie da zuerst nicht zusagt, aber irgendwie bekommt es Dorian Blackwell dann doch hin, dass sie einwilligt, und tatsächlich können sie dann auch ihren Adelstitel einfordern. Und es bahnt sich dann natürlich auch was Größeres zwischen den beiden an. Es ist dann irgendwann nicht nur noch Scheinehe. Ich denke, das kann ich euch jetzt vorwegnehmen. Wird auch kein großes Geheimnis sein, wenn man dann hört, dass es ein Erotikroman ist. Es gibt dann hier auch noch ein dunkles Geheimnis oder ein etwas, mit dem man eigentlich nicht rechnen sollte, das für mich aber irgendwie offensichtlich war. Das hat mich nicht sehr überrascht. Ja, dieser Moment, wo ich dann die ganze Zeit dachte, irgendwie ist mir dieses Geheimnis die ganze Zeit klar, aber dieser Farrah nicht im Buch, da war ich mir dann irgendwann auch gar nicht mehr so sicher, ob das eigentlich so gemacht war, also mit Absicht, damit der Leser schon genau weiß oder einen Verdacht hat, wie das dann vielleicht ausgehen kann. Aber
die Protagonistin dann mit der Zeit so, ja, reinfallen lassen möchte. Das war ich mir unsicher, ob das tatsächlich so gewollt war oder nicht. Ich fand es allerdings ein klein wenig seltsam. Deswegen habe ich auch einen Punkt abgezogen, weil mir halt eigentlich schon klar war, wie das im Prinzip ausgehen kann. Und es hört sich jetzt dann zwar so an, als würde mir dieses Buch irgendwie nicht gefallen, weil ja, ein vorhersehbares Buch ist ja eigentlich nicht spannend oder cool in irgendeiner Art und Weise. Aber dieses Buch hat mich echt unterhalten und ich fand das Setting cool. Mir hat Farrah als Protagonistin richtig cool gefallen. Dorian Blackwell hatte halt auch seine tiefgründigen Seite, obwohl er so ein ja, sehr düsterer Verbrecher dann war, hatte er trotzdem auch seine wirklich Gutmenschen-Seiten an sich oder wie man das dann jetzt auch nennen möchte. Es gab halt immer diese Kehrseite der Medaille, die hier richtig gut rübergekommen ist. Und deswegen, ich kann gar nicht genau sagen, aber dieses Buch hat mich wirklich unterhalten. Es war genau das Richtige für die Position oder Situation, in der ich gerade bin, dass ich halt von der Arbeit nicht so viel Zeit mehr habe, lesen zu können. Hat mich das richtig cool unterhalten. Ich habe das mitgenommen für die Zugfahrt oder für die Bahnfahrt zur Arbeit und nach Hause von der Arbeit. Und ja, ich freue mich auf die nächsten Bände. Mir hat's gut gefallen. Leichte Unterhaltung, aber das habe ich genau gebraucht, deswegen 4 Sterne von mir für dieses Buch und cooles Setting, das habe ich jetzt auch schon zum 3. Mal gesagt, aber ja, das war wirklich das Besondere an diesem Buch, dass man dieses Setting halt gar nicht so erwartet hätte und dass es für mich was ganz Neues war, das mich begeistern konnte. Wie habt ihr es denn mit diesem Buch gehabt? Das würde mich jetzt wirklich groß interessieren, ob es euch auch da draußen so ging, dass ihr eigentlich auch nicht ganz wusstet, warum euch dieses Buch so gut gefallen hat. Natürlich spielen die Personen, um die es dann geht, immer noch eine wichtige Rolle, aber trotzdem gab es ja auch ein paar Punkte, die mir nicht so gut gefallen haben, die ich auch wirklich benennen kann und die für mich eigentlich absolutes No-Go sind, aber trotz allem war das wirklich super. Ging es euch da auch so? Ich kann es echt nicht erklären, warum das so war, aber vielleicht könnt ihr das besser in den Kommentaren. Lasst es mich bitte wissen. Ich wünsche euch ansonsten noch einen schönen Tag oder schönen Abend, je nachdem wann ihr das Video seht und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss!